werde auf dein Grab spucken und deinen Namen verfluchen. Meinen Namen? Sag mir deinen Namen. Sag mir deinen Namen! Mach's gut, du Trottel. Schimpfwort, schwangere Dialoge, ein Held ohne Namen, logisch, das muss Gothic sein. Um genauer zu sein, Icania Gothic 4, das mit der Gothic-Serie ansonsten aber nur noch eins gemeinsam hat, nämlich die schön gebauten Landschaften. Zum Beispiel hier das sattgrüne Umland der Küstenburg Stewark oder hier das Sumpfland rund um den begehbaren Riesenbaum Tushu. Wobei ich mich allerdings frage, warum der Wald so wackelt, hören Sie mal hin. Ein Sturm tobt hier nicht gerade, oder? Naja. Die Spielwelt, die Insel Argan, darf ich aber nicht frei erkunden, stattdessen ziehe ich linear von einem abgeschlossenen Gebiet zum nächsten, also vom Startplatz im Westen über den Südzipfel sowie Gebirgshöhlen bis zur Hauptstadt Torniara. Das wäre an sich kein Problem, wenn der Entwickler Spellbound die Welt mit interessanten Schauplätzen gefüllt hätte, hat er aber nicht. Hier in den schwarzen Schluchten etwa gibt's kaum eine andere Beschäftigung als Gegner zu kloppen. Und am nicht gerade kleinen Südufer des Silbersees gibt's zwar hier eine Orkhöhle und hier eine Turmruine, dieser ganze Bereich bleibt aber leer. So klaffen in der schönen Spielwelt immer wieder Langeweile-Löcher. Schade drum. Und wozu führen Löcher in der Welt? Richtig, zu endloser Latscherei. Mit der Rune der vier Winde kann ich zwar schneller sprinten, aber immer nur kurzfristig. Oh, und dann wäre da noch das nutzloseste Teleportsystem der Spielegeschichte. Von jedem dieser Kreise aus darf ich zu einem anderen Kreis in derselben Region springen. Wahnsinn. Aber auch egal, in bereits besuchte Gegenden muss ich eh nie wieder zurück. Okay, bei der Spielwelt wäre mehr drin gewesen. Sind denn dann wenigstens die Quests schön abwechslungsreich? Ich sag's mal so, schlechtes Thema. Ausnahmslos alle Haupt- und Nebenaufträge verlaufen nach den Mustern finde irgendwas oder hau irgendwem aufs Maul, wobei das immerhin Spaß macht, weil ich jemanden, nun ja, aufs Maul hauen darf. Zum Beispiel diesen Feuergolems. Aber hey, wie wär's mal mit Rätseln gewesen oder Eskorten? Ganz davon zu schweigen, dass es im letzten Spieldrittel sowieso fast keine Nebenmissionen mehr gibt, sondern nur noch Gegner, durch die ich mich hacken muss. Wir sind hier doch nicht in Diablo. Ach, die Handlung könnte mitreißender sein. Die anfangs motivierende und nachvollziehbare Geschichte vom gebeutelten Hirtenjungen, der dem kriegerischen König Roba III., übrigens den ehemaligen Helden von Gothic 3, Rache schwört, zerfasert rasch zu einer abstrakten Götter- und Dämonen-Story, die nur minimal packender ist als eine Bundestagsdebatte. Zumal sich die Handlung nicht verzweigt, nur wenige Aufträge lassen sich auf mehrere Arten lösen, die dann auch noch stets zum selben Ergebnis führen. Hier etwa habe ich an einem Wetterschrein Regen erzeugt, um die Gunst einer Magierin zu erlangen, die mich daraufhin zum Obermagier vorlässt. Wenn ich am Wetterschrein hingegen Sonne bestelle, freut sich der Rivale der Magierin, der die gute Gedanken kontrolliert, damit sie mich zum Obermagier vorlässt, alles wie gehabt. Auch das Kampfsystem gewinnt weder Komplexitäts- noch Originalitätspreise. Ich habe aber auch schon Schlimmeres gesehen, zum Beispiel in Gothic 3. Im Nahkampf setzt mein Held den Gegnern mit Schlagkombos zu. Die laufen allerdings immer gleich ab und arten schnell in Dauergeklicke aus. Wählbare Schlagvarianten à la Risen gibt's nämlich nicht. Dafür laden die Gegner immer mal wieder kräftige Spezialattacken auf, die unterbreche ich mit einem Überkopfhieb oder weiche durch Purzelbäume aus. Insbesondere im Kampf mit großen Zwischengegnern spielt sich das ganz flott. Die Alternative zur Prügelei ist der Fernkampf mit dem Bogen oder mit Zaubern oder mit beidem wie hier. Diesen Feldräuber locke ich erst durch Pfeilbeschuss an, um ihn dann mit einem Blitzzauber zu lähmen und ungehindert draufzuhauen. Ganz ohne Nahkampf geht's also nie. Dementsprechend lohnt sich auch die Fernkampfspezialisierung nicht wirklich, aber hey, das Charaktersystem ist eh simpel. Bei Levelaufstieg verteile ich Attributspunkte auf die drei Nahkampffertigkeiten, auf Fernkampf, auf Heimlichkeit oder ganz unten auf die mageren drei Zauber, Feuer, Eis und Blitz. Wenn ich genügend Punkte in eine Disziplin stecke, schalte ich Meilensteine frei, zum Beispiel längere Kombos. Hier lerne ich aber mal den Feuerball, den ich dann auch gleich einsetzen darf. Da war sogar Diablo 2 komplexer. Ein wesentliches Element der Gothic-Serie war immer das Crafting, also die Herstellung von Waffen und Tränken. Das gibt's auch in Arcania und zwar sogar mitten im Kampf. Ich muss nämlich keinen Alchemietisch und keinen Amboss mehr aufsuchen, sondern kann einfach überall alles basteln, vorausgesetzt ich habe die zugehörigen Rezepte und Zutaten erbeutet. Auch das ist ausgesprochen simpel.
Und selbst das Schlösserknacken muss mein Held nicht mehr lernen. Stattdessen meistere ich einfach dieses popelige Minispiel, schon ist die Truhe offen. Ganz davon zu schweigen, dass es den Arganern völlig egal ist, ob ich ihnen irgendwas klaue. Die hängen wohl nicht so sehr in ihrem Besitz. Halten wir also fest, die Quests sind schwach, die Spielmechanik wurde vereinfacht und obwohl ich sogar alte Bekannte wie hier Lester wieder treffe, könnte auch die Atmosphäre dichter sein. Ist Arcania denn dann wenigstens bugfrei? Ja, zumindest weitgehend. Einige Fehler gibt's dann halt doch. Zum Beispiel ineinander verrannte Orks, die sich ohne Gegenwehr beschießen lassen. Oder unsichtbare Böden. Oder unheimliche Geisterrüstung. Oder ein Fehler, der mich fast mit allen Schwächen des Spiels versöhnt. Nach einem Kampf folgt mir plötzlich ein unverwundbares Häschen durchs gesamte restliche Spiel. Hey, dafür bezahlen manche Leute in Online-Rollenspielen bares Geld.